letzte Chance haben wir noch. Wir haben vor ein paar Wochen mal angefangen, ein bisschen spanische Gitarre zu spielen. Was hat er wenigstens ein kleines bisschen besser hingekriegt als der letzte? Und ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Also ich spiele mal wieder was vor. Das ist ein Stück von Rodrigos Aramafuzit. Und der ist sehr, sehr bekannt in Spanien. Und es ist so einer der Begründer der spanischen Gitarre. Das ist jetzt ein bisschen... versucht das gar nicht. Ne? Sehr leidenschaftliche Aktion, ja, die Spanier sind ja sehr leidenschaftlich. Zuhören bitte, ich sage das nicht nochmal. Gut, dann fang halt so an, ist mir egal, solange es vorbei ist. Verdient schon mein Geld. Scheiße. Was soll ich machen? Ich hab nichts besseres. Was genau? Das fragst du noch. Das fragt er noch. Bitte, der Unterschied. Ganz klar der Unterschied. Und das, was du gerade gespielt hast, was du siehst, du hörst den Unterschied nicht. Du spielst ernsthaft Gitarre und hörst den Unterschied nicht. Wir fehlen die Jahre. Die Jahre. Ich habe mit 3 Jahren schon eine Sonate von Beethoven gespielt. Ja, da guckst du mal. Das ist Talent. Das ist viel zu billig für mich. So was spiele ich nicht mehr. Mit 3 Jahren, ich bin jetzt älter. So was spiele ich nicht. Trotzdem herzlichen Dank, dass sich wenigstens irgendjemand dazu bereit erklärt hat, hier vor Kamera international mitzumachen. Und ja, ich glaube, ich gehe in die Abendschule, dass das mir erspart bleibt demnächst. Dankeschön.